Damit hallo zu einer neuen Ausgabe Stardust ruft Terror, heute mit Folge 68, Hetzjagd durch die Dimension von Kurt Mahr. Wir starten direkt rein in die Metadaten des Bandes. Wie gesagt, es ist Band 68 aus der Periodenheft-Romanserie im Zyklus Atlan und Archon. Hetzjagd durch die Dimension, Planet Wanderer ist verschwunden, müssen die Unsterblichen sterben? Kurt Mahr ist der Autor für heute und auch für den Folgeband. Das Titelbild kommt natürlich von Johnny Brook, genauso wie auch die Innenillustration. Erstmals erschienen ist das Heft im Jahr 1962. Unsere Hauptpersonen sind Perry Rodan, Reginald Bull, Atlan, Captain Gorlat, Leutnant Tom Petsch und die Solitude-Intelligenz. Handlungszeitraum ist der 5. Januar bis 23. April 2042 und wir befinden uns auf Terra und auf Solitude. Erschienen ist das ganze Ding als E-Book in den Druckauflagen als Heft Nummer 68 im Silberband 9 und im Leihbuch 28. Und ihr merkt vielleicht, das ist heute wieder der Punkt, wo wir uns auch den nächsten Silberband ein wenig in der Vorschau anschauen. Das wollen wir nämlich jetzt direkt tun. Da geht es nämlich um das Rote Universum mit den Band 68, 69, 70, 75, 76 und 77. Da seht ihr zum Beispiel, dass der Band 74, also das Grauen von William Wolz, gar nicht mit dabei ist. Hier geht es also mit dem Schwerpunkt wirklich um die Druf-Geschichte und alle Elemente, die eigentlich mit hier drin wären, also im selben Heftzeitraum, sind eben dann teilweise in andere thematische Silberbände ausgelagert. Der 9. Silberband trägt auch das Cover des 69. Hefts, ein bisschen umgearbeitet. Die mussten ja damals immer sehr aufwendig aufbereitet werden für die 3D-Wackelbilder vorne auf den Covern. Das stammt, wie gesagt, vom Heft 69, gefällt mir aber in der Version vom Heft 69 ein bisschen besser, weil es da ein bisschen, gefühlt detailreicher ist. Ne? Durch die 3D-Grafik, durch diesen 3D-Effekt, Wackelbildeffekt, kann man eben nicht so viele Details mit reinbringen und braucht halt höhere Kontraste. Naja gut. Der Silberband, ich habe ihn noch nicht gelesen. Ne? Im Gegensatz zu den anderen kenne ich den hier noch nicht, auch noch nicht in Auszügen. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal komplett reinfahren, vor allen Dingen die Zusammenstellung und die großen Lücken. Ne? Wir sehen hier, die 71 bis 74 ist schon mal nicht mit drin. Das ist natürlich eine große Lücke, die da entsteht und wir werden mal schauen, was das jetzt bedeutet und vor allen Dingen, wie das dann im Silberband umgesetzt ist, denn wir haben hier wieder mit Band 70 die letzten Tage von Atlantis, das ist ein Atlan-Roman oder ein Atlan-Abenteuer, wie es ja im Untertitel immer genannt ist, von Karl Herbert Scheer und da bin ich jetzt mal gespannt, ob das dann wieder als Zwischenbericht von Atlan im Silberband mit aufgenommen worden ist oder wie sich das dann am Ende ausspielt. Und ihr seht, wir werden bis zur Folge 77 warten müssen, um uns jetzt diesen Silberband nochmal zur Nase zu nehmen. Das heißt, wir haben dann noch ein bisschen Zeit, oder besser gesagt, ich habe ein bisschen Zeit, den dann auch wirklich zu lesen. Sind wieder 6 Hefte, ist also auch wieder umfangreich. Ich rechne mal nicht mit großartigen Kürzungen, bin aber gespannt, wie sich das dann ausgeht. Wer vielleicht den Silberband noch in Erinnerung hat, kann das gerne jetzt schon schreiben in die Kommentare. Dann kann ich das in den kommenden Folgen wieder ein bisschen mit aufnehmen und dann können wir das diskutieren. Alles klar. Das soll es mal zum Silberband gewesen sein und wir schauen die Innenillustration des Band 68 an, die ja, mein Gott, kann man so zur Unterfütterung mitnehmen, ja, aber weiß ich jetzt nicht, ob man die unbedingt haben muss, ne? Wir haben jetzt hier den Kampf gegen den Rufroboter in der letzten Innenillustration und dieses ganze Hin und Her, ja, das ist nett, ne? Ist jetzt aber kein unbedingter Hingucker. Genauso wie das Titelbild halt auch nett ist, okay ist, man merkt ganz deutlich, aus welcher Zeit das kommt, was das vielleicht vorher mal gewesen ist, wenn wir uns da so die Waffe anschauen oder die beiden Soldaten, die da halt irgendetwas tun. Ne? Der eine deutet mit seinem Feldstecher irgendwo hin und der andere zielt drauf, ist ja auch okay. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das so brauchen, ist okay, ne? Gib von mir einen Daumen zur Seite. So, dann starten wir mal rein in den Roman. Von den Personen her würde ich jetzt mal gar nicht weiter irgendwas ansprechen. Der Einzige, der da vielleicht ein bisschen erwähnenswert ist, ist der Leutnant Tom Petsch.
Der ist ja da relativ frisch mit dabei, aber den werden wir auf jeden Fall im Roman noch kennenlernen. Dementsprechend waren noch alle im Personenkasten in den Metadaten mitgenannt. Können wir also direkt in Kapitel 1 starten. Da nämlich Perrys und Bullys Frist für die nächste Zelldusche abläuft und sie für die Auffrischung auf Wanderer nur vom 1. Februar bis zum 1. Mai 2042 Zeit haben, macht man sich jetzt auf die Suche nach der Halbwelt. Und Bulli, der gerade mit einem Raumschiff von der errechneten Position von S-Domäne zurückkommt, meldet, dass der Planet verschwunden sei. Ihr könnt euch das so vorstellen, Perry wartet auf der Venus, der da die Kreisbahn von Wanderer oder die Ellipsenbahn von Wanderer berechnet hat, und Bulli wird losgeschickt, um den errechneten Ort zu überprüfen, und jetzt, schockschwere Not, stellt man fest, Wanderer ist gar nicht da. Und vielleicht noch interessant für die Leute, die den Roman lange nicht mehr in der Hand hatten oder eben früher mal gelesen haben oder vielleicht gar nicht gelesen haben, gibt ja auch ein paar Zuhörer, die das so machen, dass sie nur sich die Podcasts anhören und gar nicht mehr die Romane lesen, was ich ein bisschen komisch finde, Leute. Aber hey, wenn ihr daran Spaß habt, finde ich das sehr, sehr toll, dass ihr trotzdem dran bleibt, und das scheint euch ja zu unterhalten. Von daher, bleibt dran, ne? Ganz klar. Ja, der Roman ist auf jeden Fall ausgestattet mit so einem zeitversetzten Einstieg. Wir haben so eine kleine Vorblende im Roman, womit der eröffnet wird, und dann muss der Roman erst wieder aufholen bis zu dieser Stelle, und das ist dann, glaube ich, auch am Ende des ersten Kapitels soweit. Oder am Anfang oder in der Mitte vom zweiten. Perry und Atlan vermuten natürlich direkt, dass Wanderer durch eine Überschneidung in der Zeitebene oder eben mit dem Druf-Universum, wie wir es ja an der Stelle schon nennen können, oder eben auch, da wir jetzt den Titel vom Silberband kennen, dem roten Universum, so eine Überschneidung zum Opfer gefallen ist und eben aus dem Normalraum verschwunden ist. Damit bricht man auch auf, um die Bahn zurückzuverfolgen und eben genau die Stelle zu finden, an der Wanderer verschwand, und dann dort die Nachforschungen im Druf-Universum zu beginnen. Und an genau dieser Stelle angekommen, startet jetzt die K-238 mit Rodan, Bulli, Atlan, Gorlat und dem Leutnant Tompatch und dringt in dieses fremde Universum ein. Also wir starten wieder mit einer Kaulquappe, mit einem Beiboot, das eben durch so ein LFG auf die andere Seite der Zeitmauer gebracht wird oder dieser Universengrenze. Muss man ja mittlerweile sagen, es ist ja nicht mehr nur die Zeitmauer. Zweites Kapitel. Bei einer grünen Sonne im Druf-Universum findet man ja nun eine wahrscheinlich, zumindest wirkt sie so, eine paradiesische Welt. Dort kurzerhand gelandet, beginnt man mit der Untersuchung, und unvermittelt tauchen an Bord der Kaulquappe, die dort landet, eben auch in direkter Nähe zum Schiff, winzige Personen auf oder kleinere Wesen auf, die ja aussehen, als ob sie ja graue Arbeitsoveralls der terranischen Art tragen und mit halbfertigen Gesichtern umherflitzen. Als man diese Wesen verfolgt, findet man den Einstieg zu einer Höhle und plant nun den Vorstoß unter Leitung von Perry Rodan. Ein drittes Kapitel. In dieser Kaverne angekommen, finden unsere Terraner jetzt große Kisten, die ihm ja so ein bisschen anmuten wie Särge. Das ist auch die erste Assoziation, die Perry Rodan da trifft. Und ja, es stellt sich bei den Terranern, oder besser gesagt bei Perry, der ja telepathisch sensibel ist, ein Kopfschmerz ein. Ne? Und in der Vermutung, dass es sich hier um den Versuch einer telepathischen Kontaktaufnahme handeln könnte, ordert der Perry den Tompatch mit einem sogenannten Psychographen in diese Kaverne. Was müssen wir uns jetzt unter so einem Psychographen vorstellen? Das ist ein Gerät, was Gedankenwellen in Texte oder in konsumierbare Inhalte oder verständliche Inhalte überträgt. Das ist eine sehr, sehr spooky Angelegenheit. Ich meine, eine coole Idee, ne? Aber ja, Psychographen, Mann. Was ist denn das? Warum gibt es das später nicht mehr? Und als dieser Psychograph gerade mal 15 Minuten läuft, jetzt muss man an der Stelle nochmal betonen, dass wir hier einen Versatz in den Zeitbegriffen haben. Das heißt, Perry und die Terraner bringen ihre Eigenzeit aus dem Einsteinraum mit, ne, also unsere Zeitbegriffe mit. Und die Zeit der Druf ist aber da um den Faktor 72.000 gestreckt. So, wenn also eine Sekunde in unserem Universum vergeht, vergehen 72.000 Sekunden im Druf-Universum. Dadurch muss dieses Gerät sehr, sehr lange arbeiten, sehr, sehr lange aufnehmen oder empfangen, um auswertbare Daten zu bekommen. Das heißt, das muss da erstmal 15 Minuten stehen, um überhaupt irgendeinen Gedanken auffangen zu können. Und als das Gerät eben läuft, löst eine Bombe aus und vernichtet die Höhle in einer verheerenden Explosion. Und man kann jetzt eben nur fliehen, da diese Explosion natürlich nach Drufzeit auslöst, ne?
und um das 72.000-fache gestreckt ist. Das heißt, unsere Terraner haben genug Zeit, die Höhle zu verlassen und mit dem Schiff zu fliehen. Und dort erkennt man dann auch, dass der Funkempfänger kurz vor der Explosion, also der Funkempfänger im Shift, automatisch einen unbekannten Funkspruch aufgenommen hat. Zurück an Bord von K-238 subsumiert Perry jetzt, hier ein kleines Zitat. Erstens, in der Höhle lebt ein denkendes, intelligentes Wesen. Man muss annehmen, dass es versucht hat, sich mir auf telepathischem Wege mitzuteilen. Infolge der verschiedenen Eigenzeiten empfing ich jedoch anstatt einer telepathischen Botschaft nur einen dumpfen Kopfschmerz. Also die Gedankenwellen sind zu langsam. Zweitens, in der Höhle war ein Sprengkörper verborgen, als das fremde Wesen sich gerade mit mir in Verbindung gesetzt hatte. Aber noch dabei war, das zu versuchen, wurde der Sprengkörper von außen her gezündet. Am einleuchtendsten ist daher die Annahme, dass irgendein Unbekannter von der Kontaktaufnahme erfuhr und dass sie ihm unangenehm war. Er reagierte kurz entschlossen und sprengte die fremde Intelligenz mitsamt ihrer Höhle in die Luft. Wahrscheinlich hatte er die Absicht, uns ebenfalls zu vernichten. Aber da unsere Zeit wesentlich schneller verläuft als die seine, konnten wir uns rechtzeitig aus dem Staub machen. Und des Weiteren artikuliert auch Perry die Vermutung, dass es sich bei den Wesen in den Kavernen um Intelligenzwesen handelt, die eben von den Doruf unterdrückt werden. Das ist jetzt ein bisschen vorgegriffen, das ist ein bisschen mechanischer Kunstgriff, das stört doch an der Stelle ein bisschen. Wenn man den Roman durch hat und beendet hat, dann versteht man auch, warum der das macht, ne? Aber dieser Schluss, der fühlt sich da ein bisschen hölzern, ein bisschen, ja, nicht nur aus der Luft gegriffen, sondern halt auch unsinnig an. Ich meine, wen interessiert es, was jetzt mit den Wesen ist? Hauptsache, unsere Terraner werden nicht in die Luft gesprengt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Viertes Kapitel. Perry hofft nun, mit einer Erforschung des Planeten zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, nämlich einmal die Spur vom Wanderer aufzunehmen und zum anderen endlich mal einen Blick auf einen Beruf werfen zu können. Doch noch bevor man wirklich irgendetwas erreichen kann, schlägt die Ortung Alarm und es tauchen 8 Schiffe auf, nämlich 8 Schiffe der Druf. Ne? Jetzt wird an der Stelle noch das Paradoxon der überlichtschnellen Waffenstrahlen aufgemacht, das in diesem Roman noch ein wenig, ja, wichtiger wird, nämlich am Ende zum Plot-Device des Todes. Und unbeeindruckt beginnt man jetzt die Erforschung einer der weiteren Solitude-Höhlen. Man hat diesen Planeten eben in der Zwischenzeit Solitude, also Einsamkeit, genannt. Und in dieser Höhle findet man eben wieder diese seltsamen Behälter, ne? Und Perry, der nun aus dem ersten Fehlschlag gelernt hat, deaktiviert oder desaktiviert, vernichtet, zerstört oder entschärft die Bombe, die die Trufs eben in diesen Höhlen offensichtlich platziert haben. Und somit kann man jetzt relativ ungestört die Höhle erforschen und versuchen, mit diesem Fremdwesen Kontakt aufzunehmen. Und als man jetzt diesen Psychographen und eben weitere Geräte, ne, zur Überbrückung der Zeitebenenunterschiede installiert hat, kommt es zu einem sprunghaften Anstieg der Temperatur in der Höhle. Und da man das schon kurz vor der ersten Bombenexplosion wahrgenommen hat, flieht man jetzt überstürzt aus der Kaverne im Glauben, man hätte eine Bombe beim Entschärfen vergessen und die würde jetzt umsetzen. Doch bereits kurz darauf erkennt man, dass die Truf durch eine unbekannte Technologie die Terraner in die Eigenzeit des Planeten Solitude und damit auch in die Eigenzeit des Truf-Universums gezwungen hat. Diese Erhöhung der Temperatur hat was damit zu tun, dass wenn diese Atome sich auf einmal sprunghaft schneller bewegen, natürlich auch mehr Reibungsenergie an Atomen oder an Teilchen entsteht und damit in höherer Entwicklung von thermischer Energie gemacht ist. Ob das jetzt physisch so möglich ist, weiß ich natürlich nicht. Das ist jetzt hier der gewählte Grund, den Kurt Mahr sich da aussucht. Der ist natürlich Physiker, ne? Der wird schon was dran sein, aber ja, wen interessiert's? Sie mussten auf jeden Fall aus der Höhle raus. Das war an der Stelle wichtig, ne? Klar. Und genau zu diesem Zeitpunkt registriert Tom Patch auch erneut 4 der 8 Truf-Raumschiffe und als man sich daraufhin zurück zur K-238 macht, muss man auch noch erkennen, dass diese verschwunden ist. Das heißt, unsere Terraner sitzen jetzt ohne Raumschiff auf dem fremden Planeten, der Einsamkeit heißt. Das ist schon fast lyrisch. Recht unbeeindruckt von diesen Tatsachen macht sich Perry Roden mit Tom Patch auf den Rückweg zur Kaverne, um dann dort auszuwerten, was der Psychograph aufgezeichnet hat. 5. Kapitel. Als Perry Rodan jetzt zurück in der Kaverne ist, kommt es endlich zu einem Austausch mit dem Wesen in diesen Kisten. Und die zeigen Perry telepathische Bilder, ne? Sie kommunizieren jetzt nicht in erster Linie über Worte und Sprache, sondern kommunizieren eher über Gedankenbilder, was ich sehr, sehr schön finde. Und vor allen Dingen auch, wie Perry sich das dann erschließen muss. Was passiert ist eben. Ne? Sie betonen, wie glücklich und friedvoll sie auf Solitude gelebt haben, bis vor 3 Jahren die Truf erschienen sind
um sie zu versklaven. Die Druf-Roboter zwangen sie, ja, ihren Körper in Teile zu teilen und eben ihren Geist von ihrem Körper zu trennen. Den Körper haben sie derweil in lebenserhaltende Kisten gesperrt und dort dienten sie den Druf als parapsychische Orter. Und in diesen Kalvernen wurde jetzt Sendetechnik installiert und die meldeten dann eben ihre Ergebnisse an die Heimatwelt der Drufs, ne? Und sobald jemand in diese Hallen oder Kavernen eindringt, um vielleicht diese Solitude-Intelligenzen zu befreien oder die Technik zu manipulieren, hat eben diese Sprengladung ausgelöst und diesen Ort vernichtet. Jetzt ist natürlich mit dieser Technik, mit dieser Sendetechnik und mit der Überwachungstechnik auch ein Kniff verbunden. Dieser Hotwire, dieser rote Draht zur Heimatwelt der Truf. Über diese Technik oder die Auswertung dieser Technik könnte man jetzt natürlich die Ort oder die Koordinaten der Heimatwelt der Truf herausfinden. Und das zu schützen ist Aufgabe dieser Sprengladung. Und der Perry und der Atlan befreien jetzt das gefangene Walzenwesen, das einer Seekuh oder einem grauen Zylinder ähnlich ist. Und das presst sich dann aus dieser Höhle raus und fängt dann an, unseren Terranern zu helfen. Es tauchen auf jeden Fall auch noch Druf-Roboter auf, die eben auf der gleichen Zeitebene existieren und kreisen das Lager der Terraner ein und beginnen jetzt kurz darauf mit einem Angriff auf die Terraner. Und dieser kann eben durch den punktgenauen Einsatz des verbliebenen Schiffs abgewehrt werden, was Perry und Tom Patch natürlich selber besorgen. Und die kehren dann natürlich auch zurück, nachdem sie die Roboter vernichtend in die Flucht geschlagen haben, und zurück im Lager der Terraner äußert Perry jetzt die Vermutung, dass die K-238 gar nicht gestohlen worden ist, sondern durch dieses überlichtschnelle Fliegen, der 72.000ste Teil der Lichtgeschwindigkeit, den man ja nur braucht. Man hat sich sozusagen diese Korvette oder diese Kaulquappe selber unter dem Arsch weggezogen, denn nach diesem Positionswechsel der Kaulquappe auf dem Planeten, da ist man eben viel zu schnell geflogen und hat damit die relative Lichtgeschwindigkeit überschritten dieses Universums. Und damit hebt sich oder löst sich die Kausalitätskette auf. Es gibt jetzt hier so eine schwindelige Begründung im Heft. So Kausalität und Kausalitätsketten, das richtig zu erklären und richtig zu verstehen, da bin ich der Falsche drin. Da müsst ihr einen Physiker fragen. Auf jeden Fall gibt es zur Kausalität und was Kausalität bedeutet, ganz, ganz tolles Video. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Da gibt es nämlich eine Sendung, die heißt Skobel und läuft auf dem Dreisat, nämlich von Gerd Skobel. Der erklärt der Dinge und das macht er ganz, ganz toll. Den schaue ich wirklich gerne zu und der hat unter anderem auch mal ein Video gemacht, das heißt Das Rätsel der Kausalität erklärt, von David Hume. Also da spricht er über David Hume, den Philosophen. Kann man sich mal anschauen und dann weiß man so ungefähr, wo das Problem an Kausalität und der Aufhebung dieser oder der, Aufhebung ist falsch, der fehlenden Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, muss man jetzt sagen, wo da das Problem liegen könnte. Und das genau ist hier eingetreten, indem die K-238 eben viel zu schnell geflogen ist und jetzt eben weg ist. Die Terraner werden sich jetzt außerdem gewahr, dass Trufs in die Ausgangszeit der Terraner gewechselt sein müssen, die nun in der nahen Kaverne eine Bombe zünden und damit halt auch diese Technik vernichten, die man sich jetzt wünscht, auszuwerten, um eben an diesen Heimatstandort der Truf zu gelangen. Ziemlich cool, ne, dass man das gemacht hat, dass eben nicht nur die Terraner rübergeswappt sind, dass die dort mit Truf-Robotern kämpfen müssen, sondern dass eben auch Truf-Roboter in die terranische Zeitebene gewechselt sind und jetzt viel zu schnell sind. Die können den Terranern selbst nichts anhaben, da durch ihre überlichtschnellen Schüsse, Laserschüsse, Licht- oder Energiewaffenschüsse eben halt auch keine Kausalität gegeben ist. Das heißt, der Ursache Lichtstrahl oder hochenergetischer Lichtstrahl trifft auf irgendwas, eben keine Wirkung folgt. Also auf jeden Fall ist die Kaverne vernichtet, die Technik ist vernichtet, die Drufs sind gewechselt und greifen die Terraner auch auf der Druf-Zeitebene an. Und so starten wir ins Finale des Hefts, nämlich das 6. Kapitel. Das Walzenwesen kommt jetzt zu sich, also diese Solitude-Intelligenz, und berichtet über eine riesige Baugrube in der Entfernung von 80 Kilometern. Und dort bereiten die Druf-Roboter den Aufbau eines Aggregats vor, das dazu dienen soll, Solitude wieder in den angestammten Platz auf seiner Kreisbahn um die grüne Sonne zu heben. Jetzt muss man sich das so vorstellen. Wanderer wurde entführt durch diese Überschneidung mit dem Druf-Universum und hat einen Passageflug am Planeten Solitude vorbei
gemacht oder durch dieses System. Und durch diesen Eintritt dieses schweren Körpers, ne, dieses in dieses Feld der Sonne, in dieses schwere Feld der Sonne, hat sich die Schwerkraftkonstruktion in diesem System verändert. Dadurch ist Solitude eben aus seiner Bahn ausgeschert und genau das wollen die Truf-Roboter jetzt beheben, indem sie eben einmal den Planeten wieder in seine Bahn zwingen und eben durch dieses Aggregat auch die Achsneigung und die Rotationsgeschwindigkeit wieder in den Urzustand zurückversetzen, um eben dieses System stabil zu halten. Und das fand ich sehr, sehr cool, dass das hier mit drin ist, dass man sich eben auch Gedanken gemacht hat, okay, was passiert, wenn jetzt sowas wie Wanderer zu nah an einem System vorbeifliegt? Sehr, 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 sehr cool. Wäre wahrscheinlich ein ganz anderer Roman, wenn das jetzt hier Karl Herbert Scheer oder Clark Dalton geschrieben hätten. Das wäre dann, glaube ich, nicht mit drin. Das kann ich auf jeden Fall an der Stelle sehr, sehr gut wertschätzen. Und dort will Perry nun einen Roboter entführen oder an sich bringen, um ihn später genauer auszuwerten. Ne? Und dazu werden Gorlat und Tom Patch im Schiff losgeschickt, um dann dort im Handstreich kurzen Prozess zu machen. Und das glückt ihnen natürlich auch. Sie schaffen es, einen Roboter in die Hände zu bekommen und bringen diesen sogenannten Baumeister-Roboter jetzt erstens in ihre Gewalt und zurück zu den Terranern. Der Perry wartet an der Landeposition mit einem Codegeber auf die K-238, dass die eben wieder auftaucht. Ist auch sehr, sehr geil beschrieben, dass dieser Codegeber, der am Landeplatz vergraben worden ist, auch ein sehr, sehr schönes Detail, muss ich sagen, eben in der anderen Zeit verharrt. Und Perry nimmt den dann in die Hand und betastet den und der fühlt sich halt seltsam an, der ist weich, ne, und er versucht halt trotzdem, ihn zu bedienen. Und anscheinend zwingt er dann damit die Kaulquappe zum Landen genau in der Position. Anders kann ich es mir nicht erklären, weil sonst macht diese Kausalitätsproblem halt keinen Sinn. Die ist halt irgendwo, die Kaulquappe, ne, bekommt jetzt dieses Signal des Codegebers und landet halt genau an der Stelle. Warum sonst sollte die da auftauchen? Das ist ja praktisch super unwahrscheinlich. Und jetzt macht der Perry ein was, er entert diese Korvette, als sie gelandet ist, oder diese Kaulquappe, als sie gelandet ist, übernimmt die Steuerung, aktiviert den LFG und wechselt jetzt mit der Korvette zurück in die angestammte Zeit, also in die Truf-Zeit, ne, damit er dann dort die anderen abfischen kann und alle wieder gemeinsam in die terranische Zeit zurückkehren können. Sehr, sehr cool, dass er die dann so einfischt, ne, wie die sich langsam bewegen, als Perry dann selbst wieder zurück ist. Das ist sehr, sehr cool. Und die Terraner fliehen jetzt zurück zur Drusus in den Einsteinraum und erkennen, dass der Tag ihrer Rückkehr der 21. April ist. Das bedeutet, diese Frist der zweiten Zelldusche für Perry und für Bulli ist schon fast verstrichen und man hat ja nur noch wenige Tage Zeit, ne, bis der Zellverfall einsetzt und die beiden rapide altern werden. Überraschend erfährt man aus der Auswertung dieses mitgebrachten Roboters, der dann interessanterweise für die Zeit der Traverse auch in der Truf-Zeit verbleibt, ne, und einfach viel zu langsam ist, um den Terranern etwas zu tun. Auf jeden Fall erfährt man nach der Auswertung dieses Roboters, dass Wanderer bereits kurz nach dem Eintritt in den Rufraum wieder gewechselt ist und es nicht ganz so wehrlos zu sein scheint, wie die Terraner sich das vorgestellt haben, der also aus eigener Kraft diese Rücktraverse begonnen hat. Am Abend des 23. Aprils um 20 Uhr springt die Drusus jetzt zu dieser Position, die ist 9,5 Lichtjahre entfernt. Eben diese errechnete Position, wo Wanderer jetzt aus dem Druf-Universum zurückkommen müsste. So, und darauf endet dieser Roman auch die Hetzjagd durch die Dimension ein bisschen lose, muss ich sagen. Also man merkt, dass da noch was kommen muss. Ne? Und wenn wir uns den nächsten Roman anschauen, der stammt auch wieder von Kurt Mahr und hat genau wieder dieses Thema. Das war die Handlung und wir kommen jetzt zum Fazit. Ne? Da muss ich auch erstmal sagen, nun ja, Geräte, mit denen man Gehirnwellen in Klartext übersetzen kann, I call Bullshit. Ich verstehe nicht, warum man das tut. Ne? Perry Rhodan selbst ist ja zu diesem Zeitpunkt in der Heftromanserie ja als fähiger, wenn auch vielleicht begrenzter Telepath aufgebaut worden. Ne? Warum nutzt man das an der Stelle nicht? Warum muss man jetzt hier wieder diese Psychographen einführen, um diese Leistung zu bringen? Entweder das war eine kurzfristige Änderung, dass jetzt an der Stelle halt schon vorbei ist, dass Perry ein Telepath ist. Aber ich hätte es halt eher gefressen, wenn jetzt gesagt wird, okay, Perry kann halt mit denen telepathisch kommunizieren auf irgendeine Art und Weise. Ich meine, die können die Wesen ja gestalten, wie sie wollen, ne? Ohne die Terraner zu verändern. Also entweder es ist halt wirklich schwache Expokratenarbeit oder es ist eine unsinnige Eigenleistung von Kurt Mahr. Auf jeden Fall hat man da echt so ein bisschen geschwunzelt und die Stirn gerunzelt. Dass man hier so eine harte Nuss wie diese Kausalität und deren Aufhebung durch die Überlichtgeschwindigkeit, ja, zum plottragenden Gimmick macht, ne, das ist ja am Ende auch das Gimmick, wieso man überhaupt im April
2042 rauskommt und halt nicht irgendwann, weil wenn man mal diese Aufenthaltszeit einfach mal überschlägt und zusammenrechnet, würde man wesentlich später erst zurückkommen. Also wie gesagt, unnötig kompliziert, ne? Das hätte man auch einfach einfacher, simpler gestalten können und einfach eine bessere Geschichte aufsetzen können. Der Roman verwendet für meinen Geschmack sehr, sehr viel Zeit auf dieses Gimmick, das zu erklären und zu visualisieren, was halt sowieso schwer zu begreifen ist, wie ich finde. Und jetzt habe ich noch einen Kopfnuss für euch. Wenn Perry und Bully zeitweise in der Drufzeit leben, ne, ist dann nicht für den drohenden Zellverfall ihre relative Eigenzeit, also die Zeit, die der Körper real verbracht hat, real gelebt hat, die verändert sich ja nicht durch diesen Übertritt, ne? Ich meine, wenn der hier 20 Minuten lebt und dann in die langsam ablaufende Zeit geht, dann müsste der ja eigentlich am Ende mehr Zeit bekommen. Macht das Sinn? Also ich weiß es nicht. Eigentlich müsste dann dieser 1. Mai für mich nicht mehr ausschlaggebend sein und wesentlich weiter nach hinten rutschen, wenn ihr das anders seht. Ne? An der Stelle lasse ich mich natürlich gerne belehren und von euch Profis. Wäre es andersherum, müssten eben die beiden schon lange Asche sein, da Wanderer eben ja viel länger im Druf-Universum war. Ne? Und wenn im Druf-Universum relativ, also was ist jetzt ausschlaggebend? Ist die Zeit des Einsteinraums ausschlaggebend oder ist die Zeit auf Wanderer ausschlaggebend, also ticken da die Uhren, oder ist die Zeit, die verlebte Zeit von Perry und Bully ausschlaggebend? Also egal, wie ich das hier argumentativ verpacke, passt das dann mit dem 1. Mai nicht mehr. Also entweder müsste es wesentlich weiter hinten sein oder die beiden müssten eben schon Asche sein. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus möchte. Seltsam, dass man das eben nicht thematisiert und dass der Kurt Mahr in seinem ganzen Kausalitätswahn da nicht drauf gekommen ist, dass das vielleicht ein Problem sein könnte. Das Ende kam mir dann ein bisschen abrupt, das muss ich auch ehrlich zugeben. Irgendwie bin ich nach diesem ganzen Roman genauso schlau wie vorher. Es gibt Dinge, die, also es sind auf jeden Fall Dinge passiert, ne, das kann man nicht abstreiten, die nicht wirklich spannend waren für mich. Und weiter sind wir auch nicht, ne, weil weder haben wir Wanderer gefunden, noch haben wir die Zelldusche erreicht. Es sind halt einfach 60 Seiten passiert, die so semi-spannend waren. Ja, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das Heft hat mir vielleicht nicht so gut gefallen. Ich komme mal zur Wertung und kürze das an der Stelle auch ein bisschen ab. Den Roman brauchte ich persönlich jetzt nur wirklich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum der jetzt hier Auftakt ist im Silberband. Hier kann ich mir eben vorstellen, dass da ziemlich viel gekürzt worden ist. Natürlich braucht man den, weil sonst funktioniert der zweite Band nicht. Was mit dem zweiten Band auf sich hat, wie gesagt, ist lesen wir bald oder hören wir bald, ne? Zwar sind mir persönlich die Themen so ein bisschen zu abstrakt, aber halt trotzdem ziemlich cool, ne? Also genauso wie er sich so Sachen wie die Kausalität raussucht, finde ich halt dieses Abhandenkommen der Welt aus der angestammten Bahn um die Sonne. Das fand ich im Umkehrschluss sehr, sehr interessant. Da hätte ich vielleicht einfach ein bisschen mehr gerne gelesen, dass das total wichtig ist, dass dieses Ökosystem weiter funktioniert und dass die Terraner sich jetzt einbringen müssen, dass dieser Planet wieder in die Bahn gelenkt wird und danach eben als Goodie die Position vom Wanderer bekommen. So wie es hier vorliegt, kriegt das Heft von mir noch eine neutrale 5 von 10. Ich war unterhalten. Aber viel mehr halt auch einfach nicht. Ne? Wenn ihr das anders seht, dann lasst mich natürlich teilhaben an eurer Meinung. Ihr erreicht mich über die Kommentarfunktion auf sozialen Medien, auf unserer Seite oder per Mail an info@weltenlieb.com. Ihr könnt uns unterstützen durch positive Podcast-Bewertungen und ihr merkt, der Podcast geht zu Ende. Das ist jetzt dieser Gleittext, den ich jedes Mal mit reinnehme. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr einfach weiter sagt, dass es uns gibt. Ihr könnt Goodies abstauben. Ich habe immer noch Pax Terra Sticker. Es gibt immer noch Atlantis 2 Leseproben und das sind ein paar andere Sachen. Wenn ihr könnt und wollt, könnt ihr uns natürlich auch über Steady unterstützen auf einer finanziellen Basis. Wie das funktioniert, was das ist, seht ihr alles im Blogbeitrag. Alles klar. Dann hoffe ich, euch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat der Roman besser gefallen als mir. Und ich freue mich drauf, euch wieder begrüßen zu dürfen, wenn es dann ins Heft 69 geht, durch den Halbraum. Denn da lauert der Tod. Ich bin Chris, das ist Stardust Ruf Terra. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.